Ja, Hans-Markus Enzensberger, wir können ja gleich zur Sache gehen. Natürlich. Hammerstein oder der Eigensinn heißt dein jüngstes Buch. Wer war Hammerstein und was für ein Eigensinn ja, geht es darum? Eigentlich ist das eine sonderbare Sache, dass jemand wie ich sich ausgerechnet einen preußischen General, noch dazu aus der Aristokratie, aus dieser Militärkaste, sich aussucht, sich für ihn interessiert und irgendwie ein paar Jahre lang sich mit dieser Person beschäftigt. Und natürlich hatte es schon Gründe, denn dieser General war das Gegenteil eigentlich eines typischen, was man sich so vorstellt aus den Hollywood-Filmen. Der Mann mit dem Monokel, der immer die Hacken zusammenschlägt. So Erich von Stroheim. Ja. Und Erich von Stroheim. Ja, ja. Und das ist mir eben, ja. Als ich zum ersten Mal von diesem Herrn da gehört habe, hat mich das sehr erstaunt, dass der überhaupt nicht passt. Der war irgendwie ein Outsider und gleichzeitig war er aber der Chef der deutschen Armee. Also ein politisch und wichtiger Mann, der war der Boss in der, vor Hitler, in der deutschen Armee. Also, und das ist ja schon ein merkwürdiges Zusammentreffen. Und dann war eine andere Sache, die ich sehr früh von ihm gehört habe, über ihn gehört habe, war, dass er sofort im März 1933 beschlossen hat, ich mache da nicht mit. Er war der erste und der einzige, lange Zeit der einzige General, der zurückgetreten ist, der gesagt hat, dass ich sehe voraus, wohin das führt. Das ist eine Katastrophe. Und also ich mache das einfach nicht mit. Ja, das ist auch eine seltene Erscheinung gewesen. Und er hat dann auch noch merkwürdig, er war ein scharfsinniger Mann. Er war ja Generalstäbler von der Ausbildung her, vom Training her, also ein analytischer Kopf und hat sehr früh vorausgesehen, er hat ja 1933 schon gesagt, in 10 Jahren gibt es einen Krieg mit Russland, diesen Krieg werden wir verlieren, das ist eine Katastrophe, nicht nur für Deutschland, aber vor allem auch für Deutschland und so weiter. Nach Hause gegangen. Ja. Immerhin, das taten natürlich die wenigsten. Ja. Und dabei erhebt sich natürlich auch die Frage, ob er mehr hätte tun können, als nach Hause gehen. Ja. Denn er war ja zur Zeit der Machtergreifung oder Machtübernahme, war er ja immer noch Chef der Armee. Ja, das ist eine Frage, die jeder Nachgeborene natürlich stellt. Ja. Jeder will das wissen, unsere Kinder, die diese Zeit von dieser Zeit nur vom Hören sagen können, die fragen alle, was habt ihr euch denn dabei gedacht und so weiter, hättet ihr nicht. Ja. Und ich denke, dass ein gewisses Risiko damit verbunden, das nennt man, ich weiß nicht, ob es dieses dänische Wort gibt, Etterpåklogskap. Jo, Bauchlosgäb. Ja, Bauchlosgäb. Ja. Und das ist natürlich leicht gesagt. Ja. Aber ich glaube, dieser Hammerstein hat sehr genau überlegt, was möglich ist. Er hat ja in letzter Minute noch bei dem Staatspräsidenten Hindenburg interveniert. Hindenburg hat ihm gesagt, es kommt gar nicht in Frage, Hitler werde ich nie berufen. Also er hat ihn reingelegt. Ja. Er hat ihn richtig reingelegt. Und mehr konnte Hammerstein politisch jedenfalls nicht machen. Die Alternative wäre gewesen, ein Militärputsch. Ja, das wäre die Alternative gewesen. Als Chef der Armee hat er das auch überlegt. Aber er wusste auch, er kannte die Armee, er wusste, dass die jüngeren Offiziere von Hitler alle begeistert waren. Ja. Fast alle. Ja. Und das hätte bedeutet, was für einen General das Allerschrecklichste ist, Truppe schießt auf Truppe. Ja. Bürgerkrieg. Mhm. Und das... Er dachte auch, er kann nicht gewinnen. Nein. Ja? Analytisch wiederum war er auch irgendwie kaltblütig in seinem Urteil und hat gesagt, das ist eine Partie, die man nicht gewinnen kann. Ja. So. Aber zum Widerstand, da kommen wir auf die Familiengeschichte. Also eines ist Hammerstein, der Vater hier. Ja. Dann, er hatte 7 Kinder.
7 Kinder. Und von denen waren ja mindestens 4, aber sozusagen paarweise. Ja. 2 Töchter und später 2 Söhne, ja, auf verschiedene Weise im Widerstand. Und das, ja, ist ja auch eine hochinteressante Geschichte, wie 2 seiner Töchter sich den Kommunisten anschließen. Die passen auch nicht in das Schema. Nein. Genau wie er nicht in das Schema passt, in die Kaste, in die gesellschaftliche Milieu. Und sie wollten diese Mädels wollten raus aus diesem. Das hat sie gelangweilt. Immer der Herr von so und so und der Graf so und so. Das wollten sie nicht. Mhm. Und natürlich, sie waren jung, sie waren leidenschaftlich, sie haben sich verliebt. Und sie haben sich, 2 von diesen Töchtern haben sich nicht nur in Kommunisten verliebt, sondern sogar auch noch in jüdische Kommunisten. Ja. Was eine Kombination war, die im Generalstab sehr merkwürdig, ja, sehr selten. Ja. Und der Vater hat das mitgekriegt, der hat es ja nicht ignoriert, der wusste Bescheid, aber er hat gesagt, ja, hatte so einen Satz, so eine Maxime, meine Kinder sind freie Republikaner. Ja. Okay. Ja. Ja. Und er hat das, glaube ich, ja, und später, das ist natürlich dann auch, es ist auch so ein Familienroman, es ist eine Abenteuerstory, es sind alle möglichen solche Elemente. Es ist eigentlich eine gute Story, ja, auf die ich da gestoßen bin, weil das hatte natürlich Konsequenzen. Zum Beispiel wurden diese Töchter in verschiedener Weise zu Spionen für die Sowjets, für die Komintern, weil ihre Freundchen, ihre Liebhaber waren Agenten. Ja. Also haben die aus dem Schreibtisch des Generals haben sie Sachen geklaut, haben gestohlen und kopieren lassen und nach Moskau geschickt. Ja. Und das ist auch dann interessant, die Frage, was Hammerstein muss das doch gemerkt haben, war doch nicht blöd, hat es gemerkt und auch da stillschweigend, ja. Meine Hypothese, die ich nicht beweisen kann, ist, er wollte die Russen warnen. Mhm. Er wollte sie, und deswegen hat er die machen lassen, diese Töchter. Ja.